Es ist mir eine grosse Freude, anzusagen euch die Band, die 20 Jahre lang mit dem Bosch unterwegs war. Und der erste Song, wenn ihr etwas riesiger seid, ist auch riesig. Und ist eigentlich auch ein Hommage an Hanneri, Rosmarie und ich. Viel Vergnügen mit der Schmetterband.
Der Song war ja so in der Zeit, wo meine Kumpels, die sind so mehr auf Rock gestanden, so auf Deep Purple, AC/DC und so, und ich war eher so der Santana-Typ gewesen. Und dann haben die auch gesehen, jetzt wie die Rumpelstilz jetzt geht, so langsam durch, jetzt müssen sie anfangen. Jetzt müssen sie einfach Kommerz machen, da mit dem Kiosk und so. Das ist das Seicht jetzt. Und ich habe dann gefunden, das ist verdammt geil. Hey! Thank you.
Danke dir, Ramon. Könnt ihr jemanden wünschen? Marianna, wo ist denn da? Herzlichen Applaus! Der nächste Song ist auf die gute Zeit. Ja, hilf!
und dem komplizierten Piano. Wo wir ein Akkordeon haben, wir wissen es. Da ist er.
Spezielle Konzerte heute Abend. Und als ich reinkam, vor zwei Tagen am Montag zu der ersten Probe, bin ich gerade hier so die Tiere reinkam und es steht die Schmetterband auf der Bühne und jetzt bin ich gerade 15 Jahre zurückkatapultiert ins Jahr 2003. Da waren wir nämlich schon mal hier gewesen. Abschiedstournee Schmetterband.
mit verschiedenen Gästen, unter anderem der Honneri und ich. Und ich habe da mit dem Polo ein Duett gesungen von Towns Van Zandt. Das heisst original If I Needed You. Und es ist mir eine riesige Freude, den Song weiter mit dem Bühnen zu singen, wenn es nötig wird. Bühnenhüber! Oh,
Band wird gebannt. Ich bin googeln. Es geht mir hervorragend. Es ist ein begnadeter Soulsänger und ein Prediger. Und er ist immer unterwegs im Dienst Gottes. Und natürlich kann man jetzt auf das Memphis fahren, wenn man so eine Predigt wegkehrt. Aber man kann einfach durch den Lötschberg und in der zweiten Kurve sehen, schon der Kirchenturm gehen. Und da ist er. Da ist er. Da steht er. Der Pfarrerländer. Mit Feierung und Blick fiebrig. Vor dem Tabernakel. Verkündet ihr das Wort Gottes zum Teufel ein Ohr brechen. Ich weiss das, ich muss das wissen. Ich bin jahrelang jeden Sonntag am Morgen um 10 Uhr zum Amt. Aber nicht wegen dem Pfarrerlehner, es war da noch so ein Sohn um ein Amt, der David. Da war die Kirche voll und die Leute des Tempel haben uns ein bisschen in der Hüfte geschmeichelt. Vor allem, wenn er kam, aus ein Bein ausfahren. Ein Bein oben noch an der Orgel. Wenn er seine Tasten anfangen zu klingen. Seine Haare in den Nacken hat geschossen. Jetzt kein Halten mit in der Kirche des Tempel. Und das ist die Post noch, gell, Stefan? Thank you.
Ströbel. Der Paul ist 50 geworden. Wo alle schweren Ziehbahnen von der ganzen Stadt sind hier drin. Das war sehr, sehr, sehr lustig und auch feucht und fröhlich gewesen. Und die Nacht ist einfach gegangen. Und irgendwann ist in der frühen Morgenstunde die Amsel gesungen. Wir sind noch der Paul und ich hier oben in der Bar und der Mülli Pesche. Wir haben einander die Welt erklärt, das heisst, der Pesche hat ausnahmsweise noch geschwiegen. Der Polo und ich haben einander die Welt erklärt. Es war alles unglaublich klar für den Moment. In jedem Fall, wir haben schon gemerkt, der Pesche nebenan in seinen roten Schuhen so, aber weil der Polo hat Geburt hatte, schiesst man den ja nicht raus, oder? Okay, dann um 7:30 Uhr. Er hat gefunden. Jetzt reicht es. Dann hat der Polo zum Pesche gesagt: Du, Pesche, kannst du mir ein Taxi bestellen? Könnt ihr euch vorstellen, von Bern, ein Taxi woher? Es geht nur mal 20 Minuten. Und der Mülli Pesche ist Twin-Tower-mässig in sich zusammengesackt. Ich glaube es nicht. Hey, lass ihn mich an. Aus vor der Hütte gestanden, Pesche ist eben. Ich glaube, nur noch Pulver gesehen. Er ist zu Taxi gekommen. Polo ist eingestiegen, ist losgefahren. Ich glaube, ich habe nur eine Viertelstunde nachgeholt. Ich bin dann gegen Münzingen gelaufen und dann bin ich gestürzt in einen frisch fliegenden Acher. Und es hat so fein geschmeckt. Die Sonne hat so angefangen zu scheinen und der frische Boden. Und ich dachte, ich bleibe für immer hier. Und dann habe ich kalt bekommen. Dann bin ich auch gleich weiter. Aber für einen Moment habe ich dann gemeint, mein letztes Stündchen habe ich geschafft. Thank you.
Du hast alles aufgeholt, Mario. We'll be right back.
Klatsche. Aces, 2-2. Ist okay, ja, 2-2. Es muss lang. Auf dem langen Weg zu dir kommt jetzt Kenner der Mannschaft. Traditionisch war im Polo diesen Song immer ganz am Schluss vom Abend zu spielen und das werden wir heute schon 5 Tage genauso machen.
Vorher möchte ich mich bedanken für den Abend. Jetzt hat es gefallen heute. Also, ich stelle mal die Hände zusammen für die grossartige Schmetterband! Große Dank von Stefan! Hast du den Code gefunden, Mara? Letzter Tram, so spät am Abend, unterwegs zu der Endstation. In Menge scheine ich Tränen begraben, in Menge Welten hätte ich mich lohnt. Lustige Witwe und junge Gesellen, sie steigen und ich, sie sehen es nicht mehr klar. Sie sind keine ihre Sehnsucht stillen, jeder für sich in seiner Lieblingsfahrt. Für mich sind sie irgendwie Helden. Sie haben so viel mit mir gemeinsam. Wir haben doch alle nichts mehr zu melden. Schon gar nicht auf dem letzten Tram kannst du gesorgt geben. Im letzten Tram, wo kann dir nichts mehr nehmen. Im letzten Tram kannst du nirgends kommen. Im letzten Tram, der so einer Spate stund. Und Madonna, echt an der Welt, sie lügt mich an, sie sieht mich nie. Und Mona Lisa lächelt für viel. Sie klebt am Fenster ab und hängt Kredit. Wie kann ein Mensch die Welt ertragen, wenn er so viel Beschiss müsste sehen? Aber ich mag nicht grübeln, ich mag mich nicht planen. Ich habe mir die Fiat und der Kopf tut mir weh. Ich habe gemeint, du dir auf die Fahrt.
Wir sind so, 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 wir sind so
mitkommen.